Faszination Motorsport. Die Geschichte des Automobilrennsports ist so alt wie das Auto selbst. Und heute wie damals sind es die gleichen Triebfedern, die Profirennfahrer wie auch Amateure am Motorsport gleichermaßen faszinieren. Das ist Leidenschaft. Und ich mache diesen Job für diese Leidenschaft. Man will da doch einmal probieren, wie geht's, weil was man auf der Straße nicht machen kann, kann man da natürlich ausprobieren. Ne? Wo sind die Grenzen? Das Wichtigste scheint also Erfahrung zu sein. Um Erfahrung zu sammeln, ist das Zusammenspiel der Kräfte besonders wichtig. Lenkkräfte, Brems- und Beschleunigungskräfte, der Einfluss der Geschwindigkeit auf die Situation und natürlich die technischen Gegebenheiten des Fahrzeugs sollte man optimal nutzen können. Autofokus wollte es genau wissen und hat sich bei der sogenannten Drift Challenge in Kärnten umgesehen. Was soll denn dabei so faszinierend sein? Es ist ein Motorsport, den man mit relativ geringem Budget betreiben kann. Es ist aber trotzdem ein Wettbewerbscharakter da und diese Präzision, doch wieder der Speed und so, es ist einfach das Gesamtpaket wirklich eines, das sehr, sehr viel Spaß macht. Das Thema Sicherheit wird bei solchen Veranstaltungen allerdings genauso groß geschrieben wie im Profisport. Wir haben hier einen speziellen Käfig, der auch bei schweren Unfällen, bei Überschlägen garantiert, dass dem Fahrer im Fahrzeug nichts passiert. Und im Driftsport, eines der wichtigsten Dinge überhaupt, ist hier die hydraulische Handbremse, dass man auch bei hohen Geschwindigkeiten mit wirklich einem Kraftaufwand von zwei Fingern sofort die Hinterachse zum Blockieren und das Auto in den Drift bringt. Besonders interessant, Motorsport scheint keine reine Männerdomäne mehr zu sein und auch der Einstieg in den Motorsport erfolgt oft sehr unkonventionell. Also ich bin jetzt seit 3 Jahren im Driftsport tätig, bin das erste Mal eben beim Finale angetreten und kommende Saison dann komplett durchgefahren. Das heißt, heuer 2013 ist die zweite komplette Saison, die ich durchfahre. Dazu gekommen eigentlich bin ich über die Fahrschule. Also ich habe den Führerschein gemacht und habe einen irrsinnigen Spaß am Lernen gehabt, am Fahren selber und bin auf Drift Challenge aufmerksam geworden, habe es probiert und jetzt bin ich da. Dass Motorsport aber selbst im Amateurstatus sehr viel Geld kosten kann, beweist nur ein Blick auf die zu verwendenden Reifen. Man muss die Kraft auf den Boden bringen und das bestmöglich. Das Problem, die Lebensdauer eines Reifens liegt bei 3 bis 4 Minuten. Da drängt sich für den Zuseher unwillkürlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit auf. Ist Motorsport heute noch opportun? Ja, warum denn nicht? Erstens gibt es ein Millionenpublikum, das weltweit an dieser Sportart interessiert ist. Zweitens ist es ein enormer Wirtschaftsfaktor. Drittens wird Technologie in Extrembedingungen entwickelt und getestet, der dann uns allen zugutekommt in den Serien. Und umweltmäßig, das kommt auch oft als Kritik, sind die paar Boliden, die da im Kreis fahren, in Summe keine Belastung. Aber wie auch immer man zum Motorsport stehen mag, Sportlichkeit und Autofahren scheint für viele Autofahrer zunächst einmal eine Frage der Optik zu sein. Selbst SUV-Modelle sind davon nicht ausgenommen. Im Allgemeinen schätzen Kunden kompakter SUVs vor allem deren praktischen Vorteile, wie zum Beispiel die höhere Sitzposition oder die bessere Rundumsicht. Kombiniert mit einem aus dem Motorsport inspirierten Design und einer sportlichen Fahrwerkabstimmung wird schon mal aus einem klassischen Kompakt-SUV ein sportlicher Crossover. Schon seit den 70er Jahren wecken kompakte, sportliche Autos, wie zum Beispiel der legendäre Golf GTI, die Emotionen seiner Anhänger. 40 Jahre später scheint sich ein echtes Revival dieser Fahrzeugklasse anzukündigen. Dass auch bei den Kompakten neben starker Motorleistung und guter Traktion funktionales Design eine Rolle spielt, das sieht man zum Beispiel auch am Peugeot 208 GTI. Im Mittelpunkt steht hier offenbar der Wunsch, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Absolute Sportlichkeit punkto Fahrdynamik und Leistung, ohne dabei aber auf kompakte und übersichtliche Außenabmessungen zu verzichten. Sicherheit und Alltagstauglichkeit inklusive. Die Krönung in diesem Bereich stellt seit mittlerweile 65 Jahren eine österreichische Erfindung dar, die zur weltweiten Legende wurde. Basis für den Erfolg waren damals wie heute die Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Renneinsätzen. Die Hersteller lassen hier ja sehr viel Erfahrung aus dem Motorsportbereich in die Entwicklung der Serienfahrzeuge mit einfließen. Wie zum Beispiel die Antriebsart des Fahrzeugs, Porsche Allradtechnologie.
Motorsport fasziniert und polarisiert, wie kaum eine andere Sportart. Aber bei allen Auffassungsunterschieden gibt es dennoch eine Regel, der alle zustimmen. Im öffentlichen Verkehr gibt es kein Netz, keinen doppelten Boden. Hier hat Motorsport nichts verloren. Der gehört auf abgesperrte Strecken.